Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christian Lippold, ich komme aus Dresden, bin aber eigentlich Thüringer. Und die DGIS, die hat ja schon mal so eine Veranstaltung gemacht zur Information für Sie. Und da hat es wohl eine ganze Menge Fragen gegeben, was das Regelwerk eigentlich dazu sagt und was in dem Regelwerk jetzt für Stadtautobahnen da so geschrieben ist. Und deswegen hat die mich gebeten, dass ich mal komme und Ihnen das hier ein bisschen erzähle. Und nachher dann, wenn es an diese Themenworkshops geht, dass ich dann da hinten an der Tafel in dem anderen Raum bei der Planung Ihnen auch die Fragen beantworte. Autobahnen sind ja ein weites Feld. Das ist alles in einem Regelwerk gefasst. Da gibt es die ganz großen Autobahnen, die Fernautobahnen. Da sind wir aber heute nicht. Wir sind hier bei einer Stadtautobahn in Berlin. Der Unterschied, der liegt eigentlich bloß in der Entfernung und in den Geschwindigkeiten, die da drauf gefahren werden, aber nicht in der Verkehrsmenge. Das ist hier in Berlin schon ganz schön beachtlich. Und für die Planung von Autobahnen, da gibt es also solche Entwurfsrichtlinien, Richtlinien für die Anlage von Autobahnen. Die einen oder anderen, die haben sich von Ihnen das schon mal besorgt und da drin gelesen und ich habe die geschrieben und deswegen kann ich Ihnen vielleicht nachher auch Ihre Fragen dazu beantworten. Und solche Entwurfsrichtlinien, die werden also in dieser Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erstellt. Das ist das blaue Logo da rechts oben. Und dann sehen Sie diese vier Dreiecke. Und das eine, das ist ganz fett, dick, blau ausgemalt. Das heißt, das ist ein R1-Regelwerk. Das ist sozusagen eine Richtlinie mit der höchsten Verbindlichkeit. Das, was da drinnen geschrieben ist, das soll man ganz überwiegend auch immer einhalten. Und wenn man davon abweichen muss, was in Ausnahmefällen durchaus möglich ist, dann muss man aber schon genau gucken, ob man da ein Problem kriegt und ob man da besondere Vorkehrungen treffen muss, dass es nicht gefährlich wird. Solche Entwurfsrichtlinien, die werden in Gremien geschrieben von mehreren Fachkollegen, das macht nicht einer alleine, das ist eine gemeinsame Diskussion, da sind Straßenbauverwaltungen, sind Forschungseinrichtungen, ist Bundesverkehrsministerium dabei, Ingenieurbüros, Bauindustrie ist dabei und dort werden die Erfahrungen zusammengetragen, auch Forschungsergebnisse, vieles wird aus der Verkehrssicherheit heraus abgeleitet, dass wir sichere Straßenverkehrsanlagen bekommen, da fließen fahrdynamische Berechnungen ein, fahrgeometrische Untersuchungen, die Fahrzeuge müssen ja draufpassen, die müssen irgendwie ihren Platz haben und sich begegnen können, auch viele Simulationen und wenn das dann fertig ist, dann sagt das Bundesverkehrsministerium, ja, diese Richtlinien wollen wir haben. Da gibt es das grüne Blatt, was Sie rechts auf der Folie sehen. Das ist ein allgemeines Rundschreiben des Bundesverkehrsministeriums. Und die führen dann so eine Entwurfsrichtlinie ein und da schreiben die, das ist jetzt für verbindlich für alle Autobahnen, die mir gehören. Und das sind eben die Bundesautobahnen, die dem Bund gehören. Und zunächst ist das bei Autobahnen immer so, das hat jetzt nichts mit Ihrer Stadtautobahn zu tun, aber das ist auch hier so, dass man vom Groben zum Feinen geht. Ne? Also zunächst untersucht man ganz viele Varianten, das sind jetzt hier Varianten an der Ostseeautobahn, A20, aber das trifft genauso für Knotenpunkte zu oder für Kreuze, Dreiecke, auch da untersucht man Varianten und dann sucht man sich die beste aus. Also es ist nicht eine optimale, sondern es ist die beste, die die meisten Vorteile und die wenigsten Nachteile hat. Ja. Und wenn man dann diese Vorzugsvariante hat, dann kann man nochmal fein optimieren, kann man ein bisschen Feinschliff machen, hat man einen anderen Planungsmaßstab, kann man das eine oder andere nochmal verbessern. Aber das ist eben so ein mehrstufiger Prozess und das hat die DGIS hier auch gemacht mit ihren Varianten und mit ihrer aktuellen Vorzugslösung und wenn wir über eine Stadtautobahn sprechen, dann ist das in diesen Autobahnrichtlinien eine Entwurfsklasse, das nennt sich Entwurfsklasse 3, EKA 3. Es gibt eben auch Fernautobahnen und überregionale Autobahnen und es gibt autobahnähnliche Straßen, sind die Kraftfahrstraßen. Aber wir haben hier Stadtautobahnen und bei den Stadtautobahnen sind zwei Dinge für uns wichtig. Erstens, dass die Straßenverkehrsordnung sagt, da gibt es eine zulässige Höchstgeschwindigkeit. Für Stadtautobahnen sind das maximal 100 Kilometer pro Stunde. Und in aller Regel ist es aber heute in Deutschland so, dass die Verkehrsbehörden das ganz überwiegend für 80 zulassen. Und 80 Kilometer pro Stunde ist deswegen auch die Planungsgeschwindigkeit. Für die legt man die Entwurfselemente einer Stadtautobahn aus, dass dort mit 80 auch immer sicher gefahren werden kann und dass da nichts passiert. Ja? Und das ist jetzt ganz einfach.
wenn sie schneller fahren können, auf einer Fernautobahn, die legen wir für die Richtgeschwindigkeit aus, für 130, da muss das alles ein bisschen größer sein. Und bei Stadtautobahnen, die legen wir für 80 Kilometer pro Stunde aus, da kann das auch alles ein bisschen kleiner sein. Und das ist immer eine Abwägung zwischen der Leistungsfähigkeit, dem Verkehr, den man da drüber bekommen muss, zwischen der Verkehrssicherheit, die darf nicht beeinträchtigt werden, und eben aber auch dem Flächenverbrauch. Und das spielt ja in der Stadt eine viel größere Rolle, als das jetzt auf dem flachen Land der Fall ist. Und da sehen Sie an so einem Beispiel, das ist zwar jetzt nicht das, was Sie im Moment diskutieren, aber da hat man mal so einen Regelquerschnitt, das sind in jede Richtung 3 Fahrstreifen, insgesamt sind es also 6 Fahrstreifen. Und oben der, da sehen Sie, in der Gesamtbreite sind das 36 Meter und bei einer Stadtautobahn unten drunter, da sind es eben nur 31,50 Meter, weil alles ein bisschen schmaler ist. Der Mittelstreifen ist schmaler, die Bankette sind schmaler, die Fahrstreifen sind schmaler. Aber weil es eben auch schmaler ist, da beißt sich die Katze im Schwanz, muss man auch langsamer drauf fahren. Und dann gibt es aber Mindestbreiten, wo man sagt, noch schmaler darf es nicht werden. Das ist das, was ich mit Fahrgeometrie gemeint habe. Wenn Sie hier so eine Rampe sehen und da ist ein Pannenfahrzeug drin oder der Straßenbetriebsdienst, kommt ein zweites Fahrzeug nicht mehr vorbei und Sie haben dann gleich einen Rückstau und dann wird es gefährlich. Ja. Und insofern hat man da also auch Mindeststandards, die geometrisch oder fahrdynamisch begründet sind und die man nicht unterschreiten darf. Ja, und wenn wir uns jetzt hier über so ein Autobahndreieck unterhalten, dann ist das eben ein Knotenpunkt. Und für Knotenpunkte, da gibt es aus der Verkehrssicherheit heraus ganz besondere Anforderungen. Da gibt es zum Beispiel die Anforderung, dass man Knotenpunkt immer rechtzeitig erkennen kann. Das gilt für die Landstraßen, genauso wie für die Autobahnen. Das machen wir, indem wir genug Sicht auf den Knotenpunkt sicherstellen. Dann muss so ein Knoten übersichtlich sein. Das kann man jetzt von der Kreuzung auch erwarten. Oder von einer Einmündung, von einem Autobahndreieck nicht. Da sind es die Teilelemente, die Teilknotenpunkte, die müssen übersichtlich sein und die müssen auch begreifbar sein. Das machen wir zum Beispiel mit der Beschilderung und Wegweisung. Daran orientieren Sie sich. Viele orientieren sich heute auch am Navi, aber eh das bei so einer, an so einer Stelle wie das Autobahndreieck richtig führt, da guckt man auch gern mal auf die Beschilderung. Es muss befahrbar sein, also die Abmessungen müssen stimmen, die Radien müssen groß genug sein, die Querneigungen, die Sichtweiten und was wir eigentlich wollen, wir wollen einheitliche Knotenpunkte haben. Egal, ob Sie in welchem Bundesland Sie sind, da wollen Sie nicht aussteigen und fragen, wie fährt man hier über die Kreuzung. Sie wollen das automatisch wissen, intuitiv. Und insofern spielt die Einheitlichkeit eine große Rolle. Und bei so einem Autobahndreieck ist wieder die Einheitlichkeit der einzelnen Elemente. Also Einfahrten, Ausfahrten, Verflechtungen, soll immer dasselbe sein. Ja? Will man nicht regional Unterschiede haben, weil das keiner weiß, dass man da irgendwie abweicht. Und wenn man mal so eine Grundform nimmt, wie sieht überhaupt so ein Dreieck aus? Links oben, das ist so eine richtige Fernautobahn, da hat man Platz, da kann man große Rampen machen, da können Sie zügig langfahren, da ist auch richtig Flächenverbrauch. Das ist jetzt nichts Positives in dem Sinne, aber es ist aus dem Standard heraus begründet. Und bei der Stadtautobahn rechts, das nennt man dann Birne, da ist das alles so ein bisschen gequetscht, ne? Da ist das übereinander geschoben, dass der Flächenverbrauch nicht so groß wird. Und sowas Ähnliches haben Sie hier auch. Das sieht hier ein bisschen komplexer aus, weil noch ein paar Ein- und Ausfahrten und ein paar Anschlussstellen da verknüpft sind. Aber von der Grundform ist das so etwas, etwas Gedrungeneres. Auch bei den Anschlussstellen links, da haben wir diese halben Kleeblätter, da haben wir richtig Abstand, wenn wir da rausfahren von den Autobahnen, da muss man erstmal durch solche Gegenkurven fahren und bremsen, dass man langsamer wird. Innerstädtisch rechts bei den Stadtautobahnen haben wir vielfach die Rampen, die ganz schlank an die Autobahn rangedrückt sind, damit sie eben von der städtischen Fläche nicht so viel in Anspruch nehmen. Und bei den Einfahrten und Ausfahrten, das kennen Sie alle, Sie sind alle schon auf der Autobahn gefahren, das ist immer dasselbe, aber bei einer Fernautobahn hat man eben zum Bremsen oder zum Beschleunigen 250 Meter und bei einer Stadtautobahn hat man nur 150 Meter. Ja? Also diese Länge, die da rot eingekreist ist,
Das sind bei den Fernautobahnen, ist die deutlich größer. Da müssen Sie ja in Verkehr einflechten, der eben 130 oder schneller fährt. Und bei den Stadtautobahnen müssen Sie nur in Verkehr einflechten oder ausfahren, der 80 Kilometer pro Stunde fährt. Da kann man es etwas kürzer machen. Man kann es aber nicht beliebig kurz machen. Man hat zum Beispiel aus der Markierung heraus Vorschriften. Man braucht erstmal so eine Beruhigungsstrecke, das ist da diese ca. 20% der Einfahrlänge, das ist da so durchgezogen. Das fehlt einem dann natürlich zum Verflechten. Insofern kann man das nicht beliebig kurz machen. So ein Mindeststandard muss schon da sein. Und die Markierung, die ist ja auch dann letzten Endes von den Linien in der StVO sogar mitgeregelt. Und die StVO, die hat sogar Gesetzeskraft. Von der dürfen wir gar nicht abweichen. Ne? Also solche Elemente, die formulieren die Mindeststandards. Und dann haben wir noch die Beschilderung. Das kann schon ganz schön viel werden. Ne? Also wenn Sie mehrere solche großen Schilder hintereinander haben und Sie fahren da jetzt mit 130 durch und sollen das alles auf einmal lesen, wird schwierig. Ja. Insofern gibt es auch dort Vorgaben. Wir wollen ausreichende Abstände zwischen den Schildern haben, dass sie überhaupt eine Chance haben, die zu erkennen, zu erfassen, zu lesen. Ja. Wir wollen eine begrenzte Anzahl von Zielen nur drauf haben, weil sie nicht anhalten können und sich das alles durchlesen. Die Schriftgröße ist genormt, die Kontraste sind genormt und noch eine ganze Menge mehr. Aber das sind, glaube ich, jetzt die wichtigsten Punkte. Und deswegen formuliert man Mindestabstände zwischen den Knotenpunkten, die durch die Beschilderung bedingt sind. Ja. Dass man eben bei schneller Fahrt trotzdem noch Anschlussstellen, Einfahrten, Ausfahrten auseinanderhalten kann und sich richtig orientieren kann. Und diese Abstände, die kann man im Einzelfall auch unterschreiten, in Ausnahmefällen. Dann bekommt man aber ein Problem, weil man sie geometrisch anders gestalten muss und weil man unter Umständen auch auf eine spezielle Wegweisung, auf Sonderlösung angewiesen ist. Und ein zweites Problem, was wir bei diesen Mindestknotenpunktabständen haben, wir wollen natürlich nicht, dass der eine Knotenpunkt den anderen Knotenpunkt negativ beeinträchtigt. Also wenn Sie aus dem einen rausfahren und in den nächsten fahren schon welche ein und die stören sich gegenseitig und schaukeln sich da hoch und dann kommt es im Verkehr dahinter zum Stau. Auch das ist ein Argument für Mindestknotenpunktabstände. Und dass das alles eingehalten wird, das wird über andere Entwurfsrichtlinien geregelt. Da gibt es zum Beispiel ein Sicherheitsaudit. Also es wird jede Planungsphase, wird hinterher der Entwurf geprüft auf Verkehrssicherheit, ob die Aspekte der Verkehrssicherheit berücksichtigt sind. Und wenn das anfängt, gefährlich zu werden, dann weist man das zurück und sagt, das muss nochmal überarbeitet werden. Und jetzt gibt es ja nicht nur die Verkehrssicherheit, die Stadtautobahn, die hat weit über 200.000 Fahrzeuge am Tag. Da geht es natürlich auch um die Qualität des Verkehrsablaufs, um die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage. Auch dafür gibt es ein ganzes Handbuch für die Bemessung von Straßen. Für Autobahnen ist der Teil ungefähr 100 Seiten dick. Und für die Stadtautobahn ist eben wichtig, dass das hier Hochleistungsverbindungen sind. Die müssen sehr viel Verkehr mit einer einigermaßen vernünftigen Geschwindigkeit abwickeln, aber wir bemessen nicht auf die Spitzenstunde. Also wir bemessen niemals eine Straße darauf, dass sie immer freien Verkehrsfluss haben. Man nimmt in Kauf, dass auch Stau ist. Das geht nicht anders. Wenn Sie Ostern alle losfahren, auf einmal in die Osterferien oder zum Skifahren, dann ist da Stau. Wir können nicht eine Autobahn dafür auslegen, dass Sie zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Also das nimmt man in Kauf, Staus werden akzeptiert, aber sie werden auf ein volkswirtschaftlich vertretbares Maß minimiert, nicht, dass Sie jeden Tag 5 Stunden oder 8 Stunden im Stau stehen. Da kommt nämlich ganz schön volkswirtschaftlicher Schaden zusammen. Und wir bemessen auch auf den durchschnittlichen Verkehr, was so übers Jahr im Schnitt jeden Tag ist, zumindest in der Woche. Sonntag ist ein Ausnahmefall, aber wir bemessen nicht für Einzelereignisse, zum Beispiel wie die Messe. Die ist ja da in der Nähe. Wenn da Messe ist, sind es natürlich andere Verkehre, die man über die Beschilderung abfangen muss, aber da kann man nicht plötzlich mal 2 Fahrstreifen dranhängen. Und dann gibt es die Umweltverträglichkeit und die Wirtschaftlichkeit und die Kosten. Und das Gesamtergebnis, das ist immer ein Abwägungsprozess. Es gibt keine Formel, in die man irgendwas einsetzt und es kommt der optimale Knoten raus, sondern man muss immer Vor- und Nachteile abwägen. Und die Kunst der Sache ist, dass für möglichst viele Vorteile da sind und für möglichst wenig
möglichst wenig Nachteile und dass man versucht, diese Nachteile, soweit es geht, zu minimieren. Ja? Eine optimale Variante gibt es nicht, höchstens eine gute. Und das vielleicht zusammenfassend, Regelwerke sind verbindlich, sie haben teilweise sogar Gesetzeskraft. Der Ausbau im Bestand, wie das hier der Fall ist, der ist besonders schwierig und kritisch, weil Sie nicht deckungsgleich ausbauen können. Sie können ja nicht auf der bestehenden Verkehrsfläche ausbauen. Was soll der Verkehr in der Zeit machen? Der lässt sich ja nicht so einfach daneben legen oder auslagern in der Zeit. Also sind da sehr viele Provisorien erforderlich und auch neue Lösungen, vor allen Dingen, weil eben das Autobahndreieck dem aktuellen Regelwerk nicht mehr annähernd entspricht. Also wenn man jetzt so viel Geld in die Hand nimmt und mehrere Jahre baut, muss es hinterher auch eine sachgerechte und fachgerechte Lösung werden. Es ist eine Hochleistungsstraße, es ist kein Experimentierfeld. Die Streckencharakteristik als Autobahn und die Fahrgeschwindigkeiten, das muss auch irgendwie zusammenpassen. Wenn man eine Stadtautobahn anbietet, fahren die Leute natürlich auch, weil sie erwarten, dass sie auf einer Stadtautobahn eben auch vernünftig vorwärts kommen. Es ist ja ihr Rückgrat hier in Berlin. Und Entwurfselemente, die für den sicheren Betrieb und für den Verkehrsablauf besonders wichtig sind, die sollte man nicht reduzieren. Bei anderen Entwurfselementen kann man sich mal drüber unterhalten, aber an bestimmten Dingen ist Schluss. Und welche das sind, können wir nachher im Anschluss gerne diskutieren. Herzlichen Dank.